Guten Morgen zusammen und herzlich willkommen bei Vlog Nummer 147, 148? Ich weiß es gerade gar nicht. Viel Spaß! Guten Morgen zusammen. Da ist jetzt alle völlig tiefenentspannt. Nur der Make-Roboter meckert. Ich weiß gar nicht, was der jetzt schon wieder hat. So, wartet mal. Zu viele misslungene Meldungen. Man sieht es hier schon, der steht nach vorne. Wahrscheinlich wieder eine Gleichheit, eine Besonderheit unseres Stalls. Wahrscheinlich hat sich über der Hackschürze hinten unter diese Klappe gelegt. Schaut wieder ganz gut aus. So, eine Sache haben wir noch, und zwar diese Teile da. Geht es einhändig? Ne, geht wahrscheinlich nicht. Seht ihr das? Na, sag mal. Diese Teile da, diese Halterungen, die gehen recht oft kaputt. Und ich bin jetzt dabei, gerade als 3D-Drucker-Guru bin ich gerade dabei, die aufzunehmen. Und dann werden wir sehen, ob ich das drucken kann. Also ich habe mir schon ein bisschen was überlegt. Und zwar eigentlich ganz einfach. Ich greife das hier auf und greife das hier noch auf. Und diesen Part machen wir neu, weil das da hält, kein Problem. Und dann haken wir das da ein, da schrauben wir es mit ein und dann diesen variablen Fitzelteil, den drucke ich. Ach, Lili wird mich hassen. Aber naja, was willst du machen? Beliebt sein ist einfach. So, jetzt zeige ich euch noch was. Hey, ihr zwei Gasos. Ha? Was ist los mit dir? Sieht man nicht, ne? Ist zu dunkel. Wartet mal. Ha, was ist mit dir? Was ist mit dir? Mich steht alles ausgefressen, was der Baum so hergibt. Und jetzt da unsere Flotte, Schlepperflotte. Jetzt zeige ich euch schnell, wie frisch das schon ist. Huhuhu. Musik.
Es wird Herbst. So, herzlich willkommen vom Hausmeister Plus. Es ist ungefähr irgendwie so, wie ich mich manchmal fühle. Wir sind gerade in unserer Waschküche. Hinter uns stapeln sich die Eimer. Und unsere Spülmaschine hat ein Riesenproblem. Die braucht recht viele Heizstäbe. Und jetzt baue ich da drei neue rein. In der Hoffnung, dass wir irgendwann das Problem kriegen. Jetzt tun wir dann einmal die Woche entkalken, weil wir haben heldenhafterweise so eine alte Spülmaschine gekauft, dass die keinen Entkalker automatisch zieht. Eine neue haben wir uns damals nicht leisten können. Und jetzt ist das natürlich so. Wir haben so drei Heizpakete und insgesamt sind es dann sechs Heizstäbe. Die neuen gucken so aus und die alten so. Also, jetzt mal schauen, wie ich euch da. Wie kann ich euch da was zeigen? Das ist natürlich wieder scheiße. Moment, so machen wir das. So. Jetzt stecken wir nochmal ab. Also, beziehungsweise erst lassen wir mal das Wasser raus. Das ist nicht so heldenhafterweise gelöst wie hier. Total professionell gelöst. So, habe ich jetzt dann einmal. So, jetzt schauen wir mal, wie viel da rauskommt. Und da schaut es ja wieder super sauber aus. Aber unten wird dann wieder Kalkbatzen drin sein wie die Sau. Können wir schon mal abstöpseln. Bäh, da darf ich mich jetzt wieder reinhocken. So war's das schon, oder was? Das ist auch unser Problem. Das Problem an der Maschine ist, dass die keinen Sensor hat, der den Füllstand kontrolliert. So, mal. Eine Sternbrücke, zwei Sternbrücken. Wo sind die anderen? Und meine Mädels weg, vermutlich. So, muss ich meine Mädels schimpfen oder wie? Weil die Sternbrücken verschwunden sind? Vielleicht hat es auch der Michael einfach nicht aufgeräumt. Das kann natürlich auch sein. So, die dritte Stammbrücke. Vier brauchen wir.
Auch die wird am Boden fliegen. Ich will mir Heizstäbe drucken könnte, würde ich mir welche drucken. Verlängerung fürs Rätschle. So, ich hätte eigentlich fast noch eine Optimierungsüberlegung. Und zwar, dass ich den Tank ganz leicht schräg stelle. Dann haben wir zumindest das Problem, die Problematik nicht mehr, dass zu wenig Wasser drin ist. Das müssen wir jetzt dann auch machen, glaube ich. Wir haben ja gestern zumindest das erste Mal mit UBS verschickt. Heute wollte ich mal alle Kunden anrufen. Ob das gut ankommen ist, aber ich habe ein wesentlich besseres Gefühl, weil der Fahrer bei UBS ist, glaube ich, schon seit 20 Jahren unser Fahrer. Also zumindest ist der. Der hat auch gestern gleich mal Angst vor dem Hund. Aber war der doch eingesperrt. So. Bist du nicht willig? Weggehalt! Und ich komme nicht hin. So weit. Mal schauen. Also, ich nehme euch da gleich wieder dazu. So, jetzt sehe ich das Hauptproblem, seht ihr das? Kalk. Kalk wie die Sau. Und das Problem ist, dass der wahrscheinlich, wir haben ja so eine Entherrungsanlage, aber der fällt ja trotzdem aus beim Kochen, ne? Dann legt er sich um die Heizstäbe und schießt die durch. Und ich denke, das ist das ganze Problem da dran. Also, jetzt saugen wir, holen wir einen Staubsauger, saugen das Ding aus. Und dann müsste das Ding wieder laufen. Beziehungsweise müssen wir jetzt mal die anderen Heizstäbe rausmessen, welche noch taugen. Und dann kriegen wir das Ganze, denke ich. Also das heißt, jedes Mal entkalken und einmal die Woche das Wasser ablassen bzw. absaugen. Irgendwie so. Mal gucken. So, ich komme mir schon vor, wie es auf so einem Do-it-yourself-Reparier-Kanal. Strom anschließen werde ich euch nicht zeigen. Die sind über Stand verschalten auf jeden Fall. Allerdings, ich bin ja kein Elektriker. Das Wichtigste ist nur, schließt die Erdung immer an. Genau. Die waren natürlich da wieder festgezogen hier. Festgezogen. Das ist auch ganz wichtig. Müssen immer gegeneinander isoliert sein, nicht, dass da mal irgendwas überspringt. Genau. So, ich habe euch ja gesagt, ich habe da was designt. ist von Hoftrack, der
Lenkradknubbel, den müssen wir jetzt noch ein bisschen nachbearbeiten. Das machen wir einfach so mit der Flex in der Chaoswerkstatt. Jetzt werden wir wieder ein paar die Grieße kriegen, aber das ist mir wurscht. Das Loch da oben ist besonders wichtig. Das müssen wir noch ein wenig sauber machen. Da kommt dann nämlich was ziemlich Cooles. Das zeige ich euch später. So, dann müssen wir den kleinen Knubbel noch abschleifen. Das ist so, dass es innen frei drehen kann. Konnte man und dann machen wir ein bisschen Fett rein und dann sollte das eigentlich laufen. So ist mein Plan. So, wir müssen dann innen bloß nochmal ausbohren ein bisschen, weil da hat der Drucker ein bisschen Stringing gehabt. Wahrscheinlich, das Problem ist, ich lasse den Drucker einfach viel zu schnell drucken und viel zu heiß drucken wahrscheinlich. Aber ich kann es mir nicht, ich bin ja ein geduldiger Mensch, deswegen. Und vielleicht ist die Toleranz, die ich dem immer gebe, ein bisschen zu klein, das kann auch sein. Aber das ist egal. Aber es gibt vielleicht beim Cura Slicer so eine Einstellung, dass man die... Da hat er zum Beispiel eine Unterstützung aufs Bett gehabt. Und dann kann man die zum Beispiel so einstellen, dass das einen sauberen Druck oben gibt. Aber da muss ich mal hier nochmal gucken, irgendwas habe ich da gehört. Aber das muss ich erstmal schauen. So, jetzt brauchen wir irgendein Zängle. Zängler, Zängler, Zängler. So, nie besser. Moment. So machen wir das. Das geht eigentlich schon ganz gut, aber wegen Spiel kriegt es das selber noch. Komm mal, ein bisschen gehen wir noch. Ah, vielleicht doch noch ein bisschen mehr Spiel. Ja, da innen ist irgendwie unsauber gedruckt. Da können wir da vielleicht noch einen Ticken runternehmen. Na, wir bohren jetzt erstmal innen durch mit einem 8er Bohrer. So, 8er Bohrer. Wo ist der 8er Bohrer, verdammt? Außer wir lassen es ein wenig zäh gehen, oder? Lass mal da rumfliegen. Ach, übrigens, das ist die Innovation vom Band. Hinten drauf ein Druckluftanschluss, vorne drauf steckst du das in den verstopften Schlauch beim Güllefass, wenn da einer wäre, schraubst es zu und dann Druck drauf, aber Vollgas, da sind schon manche echt rennend davongelaufen. Geil, aber. Vielleicht machen wir das nächste Mal 2 Zehntel Toleranz. Hey, wisst ihr, was krass ist? Ich denke schon in Zehntelschritten. Ist das geil?
So, jetzt brauchen wir einen Hoftrag und dann können wir das montieren. Wahrscheinlich funktioniert es dann nicht, so wie ich mir das gedacht habe. So wie es dann immer ist. So, jetzt müssen wir das echt mal so fertig machen. Moment. Ey, ich muss echt mehr Toleranz geben, ohne Scheiß. Aber was halt zu viel Luft hat, ist auch wieder Scheiße, ne? Oh. Leck mich am Arsch. Darf ich das nochmal drucken? Ach, scheiße, die Wand an. Fuck off. Naja, so viel zur Toleranz, also. Dann drucken wir den Mist dann nochmal. Und dann geht es auch. Scheiße. Also, wird nochmal gedruckt. Bis dann. So, ausgedruckt ist es wieder. Jetzt will ich das da bloß noch rausmachen. So, aber habe ich es jetzt hingeschrieben? Da. Noch ein bisschen mehr. Toleranz. Überall Neid gerechnet. Und dann sollte das auch passen. Normalerweise. Ah, ist schon viel besser. Da haben wir noch so ein paar. Habe wieder nicht aufgepasst, ja. Was heißt wieder nicht aufgepasst? Ich habe ihn halt wieder recht schnell drucken lassen. Da haben wir da aber das auch wegen Stringing. Ey, ich war voll zum 3D-Drucker. Ich glaube, ich nehme auch Aufträge an in Zukunft. So, jetzt passt auf. So, schauen wir, ob das Ganze. Nee. Oh, wie scheiße. Da ist aber dann doch die längere Schraube. Egal, passt ja. Nee, jetzt ist die Schraube krumm, oder was? Ich fass es nicht. Unglaublich. Jetzt ist die... Entschuldigung. Die Luschenschraube ist krumm, ey. Das gibt's doch nicht. So. Egal. Muss die Schraube eben dran glauben. Wir können noch sachte ein bisschen biegen. So, hier. Hebst du jetzt, Mats? Pfuschen für Fortgeschrittene. So, wisst ihr was? Das probieren wir jetzt einfach aus. Hoppala, so, das probieren wir jetzt einfach aus, ob das funktioniert. Und dann habe ich für hier oben einfach noch was echt Geiles. So, die Schraube. Schrauben wir das oben drüber? Ja, freilich. Freilich, so machen wir das. Tipptopp Hund, was machst denn du da? Ja, Hündchen! So, was brauchen wir? Einen
Einen 13er Schlüssel, das gibt's doch nicht, echt. Ein 12er haben wir und einen 13er. Komm. 14 geht auch. Na Hund, 14 geht auch. So. Auf geht's. Hunde, geh mit. Ich muss mir jetzt, glaube ich, echt mal für die GoPro eine Hundi-Halterung drucken. Warum haben wir das nicht schon lang gemacht? Ach, übrigens zu unserer kleinen Festivität, die wir halten wollten. Dank unseren tollen Corona-Maßnahmen, Gesetzen, schieß mich tot. Wird es jetzt nichts. Aber aufgehoben ist nicht aufgeschoben. Weißt du? So, wartet mal. Die haben auch ein Anrecht auf was zum Futtern, oder? Dann ist gut. Ja? Ich glaube, ich brauche mehr schwarze Kühe im Stall. Oder überhaupt mal. Was meint er, was es gibt? Es gibt graue Esel, hey, wie geil. Ein Fleckvieh. Ne? So. Jetzt schrauben wir das mal hin. Da. Zeit wird es, dass die Kehrmaschine wieder geht. Das ist doch mistig. Achso. Das Schlimme ist, wahrscheinlich ist es bloß so ein hundsverrecktes Kabel, was wir wieder nicht sehen oder nicht finden. Das ist meine Vermutung. Was heißt meine Vermutung? Ich glaube, das ist es. So. Jetzt zeigt sich, das Ganze funktioniert. Ach, vermessen. So. Ach halt, wir können das da viel eleganter lösen. Halt, verdammt. So machen wir das auch. Ja, bescheuert. Ja, da unten hat er nicht so ganz schön gedruckt. Aber egal. Die Schraube ist vielleicht auch ein Müh zu lang, oder? So, jetzt schaut euch das an. Ja! Ach, ja. Okay, wir ziehen es mit einer. Wir ziehen es mit einer 13 Nuss fest. Jetzt fahren wir schnell runter. Und dann müssen wir aber echt noch eins machen. Und zwar für hier brauchen wir was. Und was das ist, das zeige ich euch gleich. Das gibt es wahrscheinlich weltweit nur einmalig. Kann ich euch auch drucken, sowas. Ey, genau das machen wir ohne Scheiß. Wenn ihr sowas braucht, ja, dann schreibt mir eine Mail und ich design euch da was. Wie geil ist das bitte? Bis gleich. Na, warte mal. Ihr seid ja jetzt eh gleich da und wir sind eh gleich da. So. Wenn der 14 nicht passt. Ich glaube, ich habe echt eine gute Winterarbeit. Und zwar in der Werkstatt mal die ganzen Werkzeuge sortieren. Wir haben echt so viel Material, ja. 13er. Und dann kommt da gleich noch ein bisschen Fett rein.
So, passt. Sehr schön. Juhu. Also, dann bis gleich. So, wie kann es anders sein? Aber das kommt jetzt da drauf und wenn es da drauf ist, dann ist es wirklich das offizielle Rosa Kuh Mobil. So, wir müssen da noch irgendwas aussparen. Räumen wir unsere Kühlis mal auf da. Macht er noch? Ja, macht noch. Also, dann bis gleich. So, aus dem schnell mal Pumpe rausziehen. Mit einem Hackschnitzel drin. Oh, scheiße. Oh, Vater, du hast auch einen Sicherheitsschuh. Ja. Mei, ich habe extra welche auch zu. Die braucht man. Sicherheitsschuh ist äußerst wichtig. Wie hört das? Ja, also. Ja. Was ist das? Ja, das ist der Verschluss. Das können wir durchschneiden, aber dann kriegen wir es noch weniger raus. Ne? Ja, hopp, lang mal nein. Wie? Ja, ich weiß gar nicht. Ja. Ich will bloß den Ding hier ganz gerne wieder. Was? Doch, den Responder. Fangen wir mal unten. Und du, ich will ja groß, ich will ja zu groß Eisen. Ich will ja groß Eisen. Und dann können wir vielleicht was machen. Na. Warte mal. Hä? Warte mal schnell. Ja, wir müssen abschneiden. Da ist drin, wenn ich. Na, wenn du. Lass mal los. Oh, weg, weg. Was? Ja, und wo ist der Rest? Da hinten. Ich hoffe, der. Das kannst du vergessen, da ist nichts mehr da rumgehen. Also. Sind wir es da noch rein? Nein, das
Ja, man sagt gleich auch nein, du. Das ist jetzt auch kein Album mehr. Ja. Das ist so. Hä? Ja. Warte mal, dass die GoPro abgeschält wird. So, so, Scheiße da! Das krieg ich über der Kanabe an, aber dann bin ich scheiße. Schau mal. Schau mal hoch! Ja. Schau dir mal ein. Ach, Scheiße, falsch rum. Da brauchen wir einen Wendeschalter. Ja, okay. Die Jolle haben wir doch keinen mehr umdrehen. Na ja. Ich weiß es nicht. Hey. Hast du Eis angehabt? Eis und? Wie? Warum geht jetzt die Dings nicht? Ach, Lego Mio. Ja, Freilich, jetzt geht der Füllstandssensor mit, weil da drüben wieder Wasser drin ist. Mhm. Ja, sehr schön. So, soll wieder gehen. Hauptsache nochmal vor Mittagessen Scheiße. Ich sag's oft Scheiße, oder? Scheiße mit der Scheiße. Also bis dann. So, wisst ihr, was ein Riesen. Boah, jetzt hab ich das iPad klein untergeschmissen. Das iPad, ich sag immer iPad. Dabei geht doch Leli gar nicht mit. Mit einem iPad. Es geht doch nur mit so einem tollen Samsung-Teil. Sag mal, ihr seid doch total verschmiert.
So, jetzt müssen wir nochmal starten. Freske da hinten. So, macht er das jetzt? Freilich. So, eins wollte ich noch. Wisst ihr, was ein Riesenvorteil ist? Wenn man selber Eis produziert, hast du immer Eis. Du hast immer Eis verfügbar. Das ist so geil. Nee, wir nutzen es eigentlich gar nicht mehr so krass oft. Also am Anfang haben wir echt jeden Tag Eis gegessen. Aber irgendwie wandert das alles daher. Ich bin gespannt, wie die Rückmeldungen sind. Also wir haben diese Woche das erste Mal mit UPS alles verschickt. Ich habe bis jetzt noch keine negativen Rückmeldungen und eigentlich müsste alles angekommen sein. Also schreibt es mal in die Kommentare, wenn alles angekommen ist. Es kam ja gleich ein Kommentar. Ja, UPS, na dann viel Spaß. Ja, so war es auch. Weil es natürlich erstmal nicht gegangen ist. Verdammt. Und jetzt aber. Man hat ja einen Ansprechpartner, der sich um alles kümmert. Wir haben jetzt auf der Homepage eingerichtet, da muss ich jetzt nochmal nacharbeiten, glaube ich. Deswegen kriegt ihr auch aktuell eine Versandnachricht von DBD und das Päckchen kommt aber über UPS. Also insofern nicht wundern, das wollte ich noch abstellen. Und dann werden wir endlich die neuen Sachen einpflegen, also neue T-Shirts. Nutzen gibt es das dann wieder. Die Sonnenbrillen auch immer noch. Und? Wir wollen unsere eigene, also die eigenen, ist ja spannend, die Sondereissorten im Shop einkriegen. Und dann können wir die auch alle genießen. Das ist ja so, wenn du einen Online-Shop machst, ist es ja nicht so, dass du sagst, 10 Minuten, so mal nebenher, sondern das ist richtig, richtig, richtig Arbeit. Und da wir zwar das Grundkonstrukt irgendwann mal vom Erik gemacht bekommen haben, aber den Rest gesagt haben, dann machen wir selber, ist das halt. Naja, es dauert halt. Aber was willst du. Was willst du machen? So. Und jetzt hat mich doch freundlicherweise einer angeschrieben wegen den Scheiben. Hoppala. Ja, sag mal! So, nur schicken. Ich brauche das mal in elektrischer Form hier. Sonst ziehe ich das immer raus, den ganzen, das ganze Tor. Also ein bisschen was hat es immer von Südafrika, ne? Ich finde es immer geil, der Weg da runter, ne? Hast du mal Linse putzen? So, jetzt haben wir wieder was Erfreuliches. Wir müssen mal kontrollieren, weil ich glaube, dass die Pumpe ein bisschen irgendwie was drin liegt.
und lasse ich die Scheiße immer nur so vorbeiströmt. Also in der Ansaugung, dass es drin liegt. Boah, gestern haben wir ja Käse gemacht. Das erste Mal alleine. Ohne die Käse-Großmeister. Ich war voll aufgeregt. Aber der ist, glaube ich, ganz gut geworden. Also wir gucken jetzt dann mal. Ist das 10? Nee. Wir gucken jetzt dann mal, was da... Das ist 13. Beim Umlagern ins Salzbad, wie der geworden ist. Das sieht mega aus, ohne Scheiß. Haben wir jetzt eine 13er Ahne oder unten? Das wird immer schlimmer. Ich glaube, meine Kiste, die ich so immer hinter mir herziehe, muss langsam Realität werden. Ah, die 10er. Das sind die ganzen 10er, die uns oben fehlen. Ja? Jetzt deppert. Wir haben immer einen 13er unten. Egal. Wird sich finden. Oder auch nicht. Man weiß es nicht. So. Find sich nicht. Und jetzt sind wir auf. Also gut. Wir müssen mal gucken. Weil hier. Wahrscheinlich was drin. Vielleicht merkt man so die Wärme. Weil die ja wegen rau läuft. Also, ich hol mal einen 13er und dann sehen wir weiter. Bis gleich. So. Lasse die Sauerei beginnen. Echt jetzt? Geht jetzt? Alter Schwede. Ich habe jetzt auf jeden Fall mal da hinten aufgemacht. Ich hoffe, dass da ein bisschen was rausläuft. Und dann schaue ich gleich wieder aus wie so eine Sau. Noch vor der Molkerei und vor dem Käse. Ah, ich hasse es. Aber. Oh, nee. Es tropft schon. Muss ein Spritzschatten, muss ich weg, muss ich gehen. Uah. Ey, ist das wieder der Vlog der Scheiße oder wie ist es? Oh Gott. Aber so wie das ist. Kann das sein, dass da nichts drin ist? Ach Leute! Ah. Nee. Da ist nicht. Ah. Eigentlich ist ja gar nicht Montag. Der Scheißdrecksmontag. Ich dachte eigentlich, dass ich da ein bisschen Probleme drin hab, aber nee. So, pass auf. Saubere Hände. So, und später mit dem Dreck runter. So, und wo haben wir dann das Problem? Dass der manchmal keinen Durchfluss hat, weil es ist ja fließfähig wie die Sau. Schau mal, es gast schon aus noch.
Unglaublich. So, wo jetzt die echte Frage, also er sagt ja ab und zu wenig Durchfluss und das ist mir echt ein Rätsel, wie das dann zustande kommt. Es ist mega fließfähig, es ist auch nichts. Wahrscheinlich, ich zeige euch gleich, was da für Struktur drin ist. Also bevor dann der Bockfilm ist, und schreddern den auf, praktisch jedes Mal frisch. Das ist jetzt halt Ware aus dem... Oh. Echt jetzt? Gut fest und scheiße, macht er bekanntlich dicht. So, passt auf, zeig's euch. Das ist die Struktur, die noch drin ist. Eigentlich schön kurz, aber das baut sich dann noch im Nachgärer 2, im Großen, und im Endlager baut sich da nochmal ein bisschen was ab. Was heißt ein bisschen was? Wahrscheinlich relativ viel sogar. Müssen wir jetzt dann mal rausholen. So. Dann schwellen wir den Truck runter. Also, Problem behoben? Nee, nicht behoben. Keine Ahnung. Also, bis dann. Also wir haben jetzt die letzten Wochenenden ja immer
Werksverkauf gehabt. Werksverkauf. Und jetzt haben wir heute noch eine Busgruppe da. Völlig unerwartet. Was heißt unerwartet? Steffi und mein Terminplaner ist manchmal einfach nicht so synchron. Oh Mann. So. Und dann wieder einstreuen. Das ist eigentlich das Coolste, mit Dingelspitzen einzustreuen. Und dann kippst du erstmal vier Schaufel Dingelspitz rein und dann kriegst du schon wieder alle am Mount Dingelspitz. Und übrigens ist noch keinen Deut besser geworden vom Weggehen von den Kühen. Da kannst du huppend im Stall fahren immer noch. Es bringt einfach nichts. So, ach ja, ich müsste noch rein mit euch zum Käse. Wir haben ja das erste Mal selbst gekäst, ohne Hilfe von unseren Käsegroßmeistern Franzi und David. Und ich muss sagen, das war eigentlich der Bruch ziemlich mega. Und jetzt hat der Käse ja schon so schön goldig-gelb. Na, goldig noch nicht, das stimmt nicht, aber halt so schön gelb einfach, wie Käse gehört. Also ich finde, Käse hat total die steile Lernkurve. Das ist echt mega. Die Franzi sagt immer, ja, Käse wird's immer. Was für einer ist dann halt. Und dann, ach, ich erzähle euch einfach. Ich erzähle einfach mehr drin. Bis gleich. So, mit drinnen ist wieder nichts mehr geworden zum Erklären. Verdammt, ich nehme euch beim nächsten Mal Käsen komplett mit rein. Dann würden mich wieder einige korrigieren, dass man es so nicht macht und dass man hier nicht macht und dass man da nicht macht. Aber ihr müsst den einfach mal probieren. Jetzt gucken wir mal, dass das alles auch in den Online-Shop kommt. Ach, das ist immer so wenig Arbeit außenrum, dass man das mal schnell macht. Ach ja. So schnell Biogas füllen, dann Video schneiden, damit ihr heute Abend was zu gucken habt. Und dann habe ich noch eins vergessen. Abonnier den Kanal! Und natürlich mit der, ich muss immer überlegen, ist es dann hier? Hier ist die Glocke oder hier? Weiß ich jetzt gar nicht. Also abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Und damit wir endlich mal diese verdammten 10.000er Grenze da knacken. Das kann doch nicht sein. Wie schon gesagt, ich muss wahrscheinlich einfach mehr Technik zeigen. Mehr Technik, damit es schneller geht. Aber wir sind halt einfach mal Lebensmittelerzeuger. Und halt nicht die größten Schlepper, verdammt. So, soll ich jetzt mal Wäsche machen? Das ist ja immer nur die Schwanzverlängerung. Arsch, Mann. Grüße an die Gruppe, ne? Ihr wisst schon, wer gemeint ist. Also ihr alle. Aus der Gruppe. Das müssen wir noch im Video alle verlinken können, das ist ja geil. Das funktioniert nicht. Was soll ich eigentlich erzählen? Ja, jetzt haben wir da einen Druck Landfrauen da. Den habe ich ganz vergessen, diese Führung. Das war sau interessant, aber die waren aus der Soester Börde. Alter Schwede, ich glaube noch Rest von gestern Abend, ey. Und da war auch eine Gemüseerzeugerin dabei. Da war sau interessant. Ist überall das Gleiche. Also diese Regionalgeschichte, ne? Da bin ich jetzt mal böse, aber die ganzen Märkte denken, regional ist halt richtig. Deutschland ist regional, ne? Wenn du dann auch wieder die Artikel siehst, die da manche einlisten, aus uns für die Region, Papua Neuguinea, Papua, hey, hallo? Ich verstehe es nicht, dieser Begriff regional ist einfach. Es ist halt manchmal einfach nur Käse. Also wir merken das ja auch in den Märkten, dass es
zwar vordergründig. Also, wenn eine Umfrage ist, dann interessiert alle. Ja, ja, regional, regional, regional. Ich denke mir immer, du musst doch gar keine Umfrage machen, du musst einfach nur die Kastenbons auswerten. Fertig. Und da spricht es halt einfach völlig dagegen. Ne? Da interessiert es keinen, ob es regional ist, sondern es ist nur interessant, was macht es am Schluss am Preis aus. Ja? Und da denke ich halt, da muss so viel Umdenken noch passieren, weil erstens ist regional nicht wirklich teurer. Und wenn es teurer ist, dann sollte ich mir überlegen, ob ich mir das nicht einfach gönne, weil beim Auto überlege ich gar nicht. Da kaufe ich mir hier ein extra, da ein extra, scheißegal. Ja, stopp, ist es ja einfach, weil selbst das Auto für 8000 Euro, das Auto für 8000 Euro geleast und finanziert wird. Und da denke ich mir halt, mei, ob man nicht die 1-2 Euro einfach in bessere Lebensmittel investiert, egal ob es jetzt unsere Produkte sind oder andere. Also dann brauche ich auch dieses ganze Kontrollwesen nicht, ja? Weil was ist denn? Also jetzt bei uns kann man eigentlich immer reinschauen, ja? Und das ist ja aber auch bei vielen anderen Landwirten so, dass die extrem gut produzieren. Und wenn ich natürlich regional, und wir haben Gott sei Dank einen Kundenkreis, der echt mittlerweile groß ist, die direkt bei uns einkaufen oder bei den Automaten einkaufen. Weil das ist die beste Art, regionale Lebensmittel zu unterstützen, weil da ist die Handelsspanne auch noch bei den Produzenten oder halt bei dem Verkäufer vor Ort. Und wie ist es denn so oft, ja? Wenn ihr mal so Ersatzteile anschaut, ne? Man darf nicht immer nur bei Amazon bestellen, ja? Weil wer hat, wenn es mal schnell geht, die Ersatzteile, die kleinen Handwerker vor Ort. Und bei den Großen muss ich drauf warten, ja. Und so, denke ich, muss man da immer ein bisschen aufpassen, wie man, wo man einkauft. So, das war das Wort zum Sonntag und insofern sehen wir uns nächste Woche und ich glaube, ich gehe es nächste Woche schon wieder, weil ich habe ultra Bock. Ich habe echt ultra, ultra Bock drauf. Also, dann, bis dann.